Aber es gibt auch Verbesserungsbedarf. Und unsere 7 Änderungsanträge scheinen die GroKo ja überzeugt und auch inspiriert zu haben. Zum Beispiel ist unsere Forderung, die IT-Richtlinie immer an den aktuellen Stand der Wissenschaft anzupassen, jetzt im Gesetz verankert. Wunderbar, gut so. Ebenso war es aus datenschutzrechtlichen Gründen wichtig, dass die Krankenkassen die Abrechnungsdaten ohne Krankenversicherungsnummer übermitteln müssen. Auch das haben Sie übernommen. Herzlichen Glückwunsch. Vor unseren Änderungsanträgen, und das müssen wir auch mal hier klar sagen, spielte der Datenschutz in Ihrem Gesetzentwurf allerdings eine ziemlich untergeordnete Rolle. Da können Sie mal sehen, was Service-Opposition datenschutzrechtlich alles erreichen kann. Aber leider sind Sie den letzten Schritt nicht mit uns gegangen. Denn was wir hier konkret kritisieren, ist der Datenschutz bei der Datenübermittlung der Abrechnungsdaten. Hier bedarf es erheblicher Nachbesserungen. Denn, meine Damen und Herren, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Schutz der versicherten Daten müssen in jedem Fall gewährleistet sein. Das müssen wir den Menschen draußen versprechen.